Wir sollten vielleicht mal hier ein bisschen was investieren, oder? Wir haben ja wieder ein paar Pünktchen. Oh, Hand ist noch gar nicht auf 5. Kostet 2. Moment, lass uns mal eben rausgehen. Den können wir deaktivieren, stellt jeder Lebenspunkte 5 Runden wieder her. Genau das. Du bist immun gegen neuen Status, den können wir aber auch deaktivieren. Senkt ihr den Schaden um 40, auch das können wir deaktivieren. Okay, wir bringen mal Hand auf 5 und einen können wir uns noch leisten. Ansammlung, steigert den zugefügten Schaden um 75%. Und Fokus. Eis, verlangsamt die geplante Handlung des Feindes. Sehr cool. Blutschuld, erleidet Schaden 16 in der letzten Runde des Status für 2 Runden. Platzierung, Zauberschrecken, senkt am Ende jeder Runde den Fokus um 1. Das ist ziemlich gut, glaube ich. Das nehmen wir mal mit. So, müssen wir noch was... überlegte Entwicklung fügt Schaden hinzu. Ablenkung verringert den Fokus. Grausamkeit. Wo ist denn das? Platzierung. Senkt jede Runde den Fokus maximal 2-mal. Hauen wir mal da dran. Wenn wir sowieso den Fokus runterziehen. Eigentlich wäre das halt auch sowas, was perfekt auf dem schnellen Angriff wäre. Aber ich will hier die Verlangsamung haben. Das ist mir sehr wichtig tatsächlich. Okay. Gehen wir es an. Also, du würdest dich ja heilen. Pass mal auf. Wir gehen auf Lelek. Machen die ernste Melodie und sorgen dafür, dass der gleichzeitig unterbrochen wird. Auch wenn er sich heilt, das macht nichts. Ja, das zieht uns ein bisschen Fokus, aber das macht nichts. So, Lelek heult gleich rum. Dann können wir, was hattest du? Unverwundbarkeit, nun gegen neuen Status, das macht nichts. Wir heilen erstmal unseren Fokus auf. Damit ist die Eigenschaft bei ihm raus. Dann nehmen wir uns Veles und lassen ihn irgendwas angreifen. Dann 8. Versuchen wir hier zu unterbrechen, würde ich sagen. Senkt der Lilith nicht. Ah, der erste Angriff gegen dieses Ziel provoziert einen Gegenangriff. Dann greifen wir dich jetzt nicht an. Wir versuchen dich zu unterbrechen. Ich hätte gehofft, dass Veles einen anderen wählt, aber ist okay. Es ist okay. Dann wechseln wir auf Lelek. Lassen ihn singen. Ja, wir provozieren so oder so einen Gegenangriff, ne? Das war nur der normale Angriff. Das ist okay. Dann können wir ihn eigentlich damit die ganze Zeit piesacken jetzt. So, die Eigenschaft in der Mitte ist raus. Er ist ein bisschen gepeinigt. Dann nehmen wir... Was konntest du? Ach so, das war das. Das war er bei eben gemacht. Das macht nicht genug Schaden.
Das macht auch nicht genug Schaden. Das macht auch nicht genug Schaden. Ja, komm, wir machen den da. Und wir bügeln. Ja, der macht einen Gegenangriff. Der macht einen Gegenangriff. Wir reißen einfach noch eine Wunde. Tschüss. Good, Victor. The crowd loves you. They love to hate you. That's all right, too. Give them time. Does Victor deserve the neighborhood's respect? Maybe the chicos from Fifth Alley will make mincemeat out of him. You can do it, Victor. Das Ding hat auch noch mehrere Runden. Das kannst du nicht sagen, weil dein Stolz zu gering ist. Na super. Let's get on with it. Who's next? Oh, die sind tougher. Senkt den erlittenen Schaden um 40. Risiko. Der erste Angriff gegen dieses Ziel fügt dem Angreifer einen verborgenen negativen Status hinzu. Senkt den erlittenen Schaden um 40. Fokus. Die Handlungen können nicht verlangsamt oder unterbrochen werden. Angreifen mit Lelek zum Deaktivieren. Und Risiko. Boah, die werden hart. Die werden richtig hart. Wir sollten hier unten anfangen. Mit Lelek. Du bist nicht Lelek. Du bist Lelek. Ist eigentlich egal. Machen wir den da und alte Wunde. Wir haben direkt einen Status bekommen. Schrecken. Senkt am Ende jeder Runde den Fokus um 1. Effekt addiert sich. Ja, super. Also das gilt tatsächlich auch als Angriff. Das ist ungünstig. Aber dann... Ja, den kann man nicht unterbrechen, aber dich können wir vielleicht unterbrechen, dann macht das mehr Sinn. Sehr gut. Du bist als nächstes dran. Du hast Risiko, wieder einen verborgenen Status. Ich versuche trotzdem, ihn zu verlangsamen und dann jaulen wir dir direkt die Status von uns rüber. Der Verlangsamer hat leider nicht funktioniert. Aber das mit dem Fokus macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Wir sollten unseren Fokus ein bisschen auffüllen, fürchte ich. So. Was tut ihr? Fügt Schaden zu, verringert Fokus. Fügt Schaden zu, verringert Fokus. Du da musst mal ganz dringend unterbrochen werden. Das wäre ganz gut. Und dann nehmen wir uns Velas und lassen ihn irgendwo richtig Schaden zufügen. Du bist nicht unterbrochen worden. Das ist bitter. Er ist weg, das ist sehr gut. Wir sollten unseren Fokus steigern. Die gehen sehr stark auf den Fokus drauf. Dann nehmen wir uns doch direkt wieder Lelek und machen genauso weiter wie bisher. Ja, die machen. Im Grunde machen die beide dasselbe, ne? Von daher nehmen wir uns den. Heulen einmal. Dann nehmen wir uns Lelek, um ihn zu unterbrechen. Genau. Den unterbrechen und dann versuchen wir hier zu unterbrechen. Sehr gut.
Und dann können wir dich versuchen zu verlangsamen. Sehr schön. Achso, der hat ja auch noch erlittenen Schaden reduziert. Da müssen wir erstmal mit Velos reinbügeln eigentlich. Aber noch bist du gepeinigt. Daher unterbrechen. Ja, du bist aber auch als nächstes dran, ne? Mit Abwehrhaltung. Lass das mal. Dankeschön. So, da wird gleich rumgeheult, aber dann ist er sowieso auch gleich weg. Ja, das mit dem Heulen macht jetzt quasi keinen Sinn mehr. Wir prügeln rein und gut ist. Okay. Dann prügeln wir dich jetzt noch ganz entspannt hernieder. Erstmal Fokus auffüllen, bevor hier irgendwas passiert. Und Luca Vetch deaktiviert deine Eigenschaften. Auf geht's. So, dann draufbügeln und eigentlich können wir weiter heulen, ne? Gibt dann am Ende der Runde halt Schaden, aber das passt schon, das akkumuliert sich auch. Und draufbügeln und rumheulen. Ja. Next. Straight from America. They box like a whirlwind and kiss like a dream. The Gordon sisters. Uh-huh. Fucker. Ihr habt doch noch gar nichts gemacht. I'm even more damn riled up. I'm only here for professional purposes. A professional ass kicking. Ja, wir haben zu wenig Stolz. Auf geht's. So be it. Let's fight. Okay. Stellt jede Runde 5 Lebenspunkte wieder her. Stellt jede Runde 5 Lebenspunkte wieder her. Gut, das ist hier relativ simpel. Booker Badge und Upyr. Alles klar. Du fügst einen verborgenen Status hinzu. Dann prügeln wir da als erstes drauf. Also, zwei Möglichkeiten. Fokus klauen oder deaktivieren und drauf bügeln. Ich glaube, wir deaktivieren und bügeln drauf, was soll's. Dauert halt leider relativ lange, bis Upyr sich mal dazu bequemt, reinzuprügeln. Sehr gut, das dauert halt jetzt ein bisschen. Fokus um 3 steigern macht ja eigentlich gar keinen Sinn, aber dann peinigen wir dich so lange ein bisschen. So, Upyr deaktiviert die Eigenschaft und dann... Was habt ihr vor? Du hast einen Haken mit 10 und du auch. Ich... peinige dich, auch wenn es gleich wieder weggeheilt wird. Ist aber egal. Darum geht's nicht. So, jetzt brauchen wir Lelek, weil wir dich nach dieser Runde unterbrechen wollen und wir versuchen, dich zu unterbrechen. Sind wir sehr langsam? Kann das sein? Oh ja. Oh ja, wir sind ultra langsam. Das nicht gut. Lelek zurück. Lelek. Klagegesang. Auch wenn das 2 Runden dauert, das ist eben so. Das ist jetzt alles ultra langsam. Okay. Das wird bitter.
ist weg. Das ist gut. Und die ist mal kurz langsam. Naja, nicht so richtig. Das hebt sich beides gegenseitig auf. Okay. Deaktivieren mit Booker Wedge. So. Und wir versuchen zu verlangsamen. Hat leider nicht funktioniert. Wir versuchen zu unterbrechen. Und wir gehen auf Upyr zum Heilen. Wundervoll. Puh. Shit. How much more? Come on, smile. Bueno, that's enough for him. Come on. You deserve it. Hm. Did you see him? Not such a weak Chico after all. How do you feel? I'm in the mood to do business. Tell me, gringo, how can Javier help you today? Auf den Punkt kommen und sagen, was du willst. Ariel fragen, warum er gelogen hat. Naja, wahrscheinlich, weil er das lustig fand oder so. Keine Ahnung. Es war jetzt nicht ganz so schlimm, wie ich erwartet habe, aber drei Runden hintereinander kämpfen, das ist halt irgendwie nicht so das spannendste Kampfsystem, weiß ich nicht. Auf den Punkt kommen und sagen, was du willst. Obwohl, komm, warum hast du gelogen? What was that whole fuss for? What for? What for? Because Barstik's got a sore hip, that's what for. Mentiras y calumnias. Get to the point. Na gut. I need a smuggler. I know, Marco. Say what you need me to smuggle. Who? One lady needs to discreetly leave the Russian partition and get to Vienna. For how much? Versichern, dass sie es sich leisten kann. Fragen, wie viel das kosten wird. Ja, echt mal, was kosten deine Dienste halt? How much do you need for this? The costs of transportation, bribes, paperwork. She can afford it. Let's just say she's quite far up in high society. A rich chica wants to go to Vienna? Well, I don't know. I don't know. I'm sure somebody is looking for this Klafter. Otherwise, she'd get on a train. If they catch us, it's la muerte para nuestros amigos. However, fortune favors chutzpah, after all. Al diablo. The river giveth. The river taketh away. Vámonos. Fragen, was als nächstes ansteht. Fragen, ob der Gewinn geteilt wird. Das interessiert mich ja jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Was ist jetzt? So, what's now? Now go get the lady. And we'll meet at Port Praga at night. But tell that Klafter of yours that it ain't gonna be a tea party. Adios. Okay, begib dich zum Haus der Nadarzinskis in Pobaschki. Pobaschki? Okay, um Svetlana abzuholen. Ach ja, stimmt, das war beim Friedhof. Stimmt, ja. Ja, dann ab dafür. Was ist eigentlich mit meiner Wette? Ich habe ja jetzt quasi auf mich gewettet. Da ich ja seinen Platz eingenommen habe. Und gewonnen. Jo, Richtung Uto. Was ist denn der kürzeste Weg zum... Da ist die Kutsche. Wir sind quasi schon auf dem kürzesten Weg. Das ist doch beruhigend. Nicht ganz so viel rumgelaufen. Sondern mehr rumgefahren dann gleich. Jetzt so ungefähr. Hold it, Tempermancer. For I am White Roman. Pardon? You are Viktor Shulsky, son of Shrutmieszcze. Your family is famous for its powerful tempermancers. Das kannst du nicht sagen, weil dein Stolz übrigens. Wir müssen mal wieder auf Stolz gehen. Wir können die Dinge inzwischen nicht mal mehr sagen. Das ist ja schlimm. Fragen, was er will. Fragen, woher er das weiß. Sagen, er soll dich in Ruhe lassen. Woher weißt du das? You seem to be well informed.
I wonder where your knowledge comes from. It is a mystical knowledge that connects the minds of all Tempermancers. So, you are not denying that you are you. Du bist nicht cool genug, um der Weiße zu sein, Gandalf. Fragen, was er will, sagen, dass er dich in Ruhe lassen soll. Der ist doch mit Sicherheit von der Gemeinschaft der Temperomanten, wo unser Vater auch nicht bei sein wollte, oder? Dann soll er uns einfach in Ruhe lassen. Not only do I not know what you want, but I am also completely uninterested in it. Get lost, whoever you are. I am a master of Tempermancy, White Roman, and I challenge you to a duel. Everything is at stake. The winner will be declared King of the Tempermancers. Zustimmen, den Titel aufgeben. Beides? Mich interessiert der Titel nicht. Auf der anderen Seite müssen wir ihm eigentlich mal sein blasiertes Gesicht gerade rücken. If you insist. The memorable moment is here. To me, devoted visitors. To me, salutors. Oh, God. Astralbesucher Maniac und Verwundbarkeit. Du bist immun gegen euer Status und greift mit Lelek. Roman der Weiße. Widerstand senkt den erlittenen Schaden um 80%, angreifen mit Upyr. Und Verwundbarkeit, du bist immun gegen euer Status, angreifen mit Pukabesh. Das sind seine Salutoren, ja. Mystischer Besucher Lechu. Okay, nice. Und er selbst hat am wenigsten Lebenspunkte. Wie planen wir das? Moment, Mikrofon gerade rücken. Okay. Wir haben 3, 4 und 5 Fokus. Wir haben 40, 30 und 41 Leben. Der verliert seinen Fokus sehr schnell. Das können wir ausnutzen. Das müssen wir deaktivieren. Immun gegen neue Status. Immun gegen neue Status. Okay. Also. Deaktivieren wir erstmal. Deaktivieren wir erstmal mit Upyr. Und du bist immun gegen Status. Du bist immun gegen Status. Die verringern 3 Fokus, das ist übel. Die brauchen aber auch ein bisschen, bis sie dran sind. Wir können ja versuchen, ihn erstmal ein bisschen zu unterbrechen hier. Sehr gut. So, er ist aber gleich schon wieder dran. Verringert den Fokus um 2, verringert den Fokus um 3. Wir müssen das, glaube ich, ein bisschen verhindern mit den Viechern. Sehr gut. Jetzt wird es nämlich ungemütlich. Du senkst den Fokus um 1. Ich meine, wir können den Fokus natürlich auch wieder leicht auffüllen. Wir machen das mal gerade. Wir füllen den Fokus hier auf. Wir gehen auf dich und heulen rum. Dann gehen wir auf Lelek und unterbrechen dich. Dann versuchen wir, dich zu unterbrechen. Hat funktioniert. Dann laden wir unseren Fokus wieder. Da
haben wir noch einen Fokus aus. Lelek wird ihn hier gleich unterbrechen. Du bist gleich aber auch schon wieder dran. Das ist doch Mist. Sei mal langsam. Sehr gut. Der ist langsam. Du bist zusammengebrochen. Dann nehmen wir uns jetzt Veles und lassen irgendwo richtig Schaden zufügen, wenn möglich. Und dann laden wir unseren Fokus auf. Ja, du bist so gut wie weg. Du brauchst aber auch noch ein bisschen. Wir versuchen, dich mal wieder zu unterbrechen. Und dann kommen wir mit... bei... Du hattest was Schnelles, ne? 50% die geplante Aktion zu unterbrechen. Aber ich will eigentlich hauptsächlich Schaden zufügen. Leider nicht unterbrochen. Aber gut Schaden. Also für die Fähigkeit gut Schaden. Das könnte natürlich deutlich besser sein, aber hey... Er ist weg durch Peinigung. Sehr gut. So, du hast eh nur noch 8. Dann prügeln wir dich, glaube ich, jetzt einfach mal aus dem Leben. Hinfort mit dir. Immun gegen neue Status ist mir relativ egal. Mit Schaden hinzu gibt eine Chance von 50% den Schaden zu verdreifachen. Mach das mal auf den. Und dann prügeln wir hier nochmal rein und dann ist das hoffentlich erledigt. I hope that you also took a valuable and instructive lesson from us. I accept the title of King of the Templemancers. I would suggest that neither you nor your salutor strain yourselves anymore. Your triumph is temporary, Victor Schulski. I have not yet said my last word. I will find you when you are ready for the next fight. That's what I'm afraid of. The things people come up with. Ja, echt mal. Gut, rüber da.